Hallo liebe Gruselfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remothered. Und vor lauter Angst ist mir schon fast der Name dieses Spiels entfallen. Die Batterie passt also nicht in den Leiterwagen. Das heißt, wir sind gerade planlos und uns bleibt nichts anderes übrig, als um Opi herumzuschleichen und uns nochmal umzusehen, ob wir noch irgendwas finden. Wir brauchen immer noch den Griff für den Ofen. Diverse Schlüssel wahrscheinlich. Und? Irgendwas, was diesen Leiterwagen in Betrieb nimmt. Unter anderem haben wir eine Batterie, wo wir noch nicht wissen, wo die hingehört. Das heißt... Oh, jetzt kommt der schon wieder angescheißert. Immer wenn wir da... Oh. Es wäre halt super, wenn man den mal für ein paar Minuten irgendwie außer Gefecht setzen könnte oder so, damit man wenigstens mal kurz irgendwo gucken kann. So, dann gucken wir noch mal, gucken wir mal im Erdgeschoss an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir überhaupt noch ein Ding zum Verteidigen? Ja, eine Stricknadel. Und zwei Seile. Ich nehme mal noch was anderes mit hier. Ich lasse mal ein Seil hier und... Ja. Die Seile können wir auch platzieren, ne? Ja, wann? Wie? Was war das nochmal? Wie er hier einfach die ganze Zeit rumschleicht. Hier war das Speisezimmer. Eigentlich wollte ich nochmal in den anderen Raum, aber ich glaube, der war in einer anderen Etage. Ich wollte nochmal in sein Büro und nochmal in die Küche. Vielleicht haben wir da doch noch was übersehen. Die war ja doch sehr unübersichtlich. Hallo Küche, das ist schon mal gut. Vielleicht können wir uns hier nochmal umgucken. Ob irgendwas auf dem Boden liegt oder in irgendwelchen... Oh, bei den Motten möchte ich allerdings... Das wäre auf jeden Fall die gemeinste Stelle, die mir einfallen würde. Boah, dieses Geflatter, ne? Ich kann das nicht ab. Vorsichtig, ganz leise Tippelschrittchen. Nochmal auf den Tisch. Das ist eine Bratpfanne, da kommen wir auch nicht dran. Da oben ist noch was. Guck mal, da hinten auf dem Regal sehe ich einen Punkt. Bleib bitte draußen. Du bist hier nicht willkommen. Was macht sie? Was machst du? Um Gottes Willen, was tust du denn? Beeil dich! Der Griff! Oh Gott! Der Griff! Jetzt aber runter! Runter. Der kommt 100 pro jetzt hier rein. Oh, diese Motten. Sieht er uns hier? Bitte, ich will jetzt hier nicht rausrennen, sonst muss ich hier wieder rein. Das war jetzt gut. Oh, Obi kommt. Oh, wieder kommt. You weren't invited. Oh.
wieder angerannt kam. Also, wenn ich nach meinem Gehör gehe, dann ist der hier irgendwo. Ich gebe, dann kannst du mir auch eine abgeben. So, wo war der Ofen jetzt? Der war doch hier irgendwo, ne? Diese Motten. Boah. Nein, hier war kein Ofen. Boah. Das Geräusch. Hier, mach, bitte, hol den Film. Oh, dann haben wir wenigstens das schon mal. Leise, um Himmels Willen. Nimm es. So, jetzt nichts wie raus hier. Moment. Ha! Boah, wie eklig war das denn? So, wo war nochmal? Erste Etage, ne? Ne, Erdgeschoss. Erdgeschoss. Stimmt, ich verwechsel das jedes Mal. Erste Etage war der Raum, so. Sehe ich nochmal. Opi, lass das sein. Ich hab den gesehen. Der kommt hier rum. Oder durch die Tür. Durch welche Tür wird Opi kommen? Was war das nochmal für ein Raum? War der zu? Ah, das ist der Flur, gut. So, wir befinden uns im Erdgeschoss, ne? Opi anscheinend ja auch. Zumindest als wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Dann verschwinden wir jetzt ganz, ganz schnell mal nach oben. Wir wissen auch immer noch nicht, wo der Aufzug steckt, ne? Das möchte ich jetzt aber nicht ausprobieren. Wie ich ihn halt schon wieder höre. So. Dann mal hier rum. Also wenn der jetzt auf einer anderen Etage ist, dann schrei ich. Es gibt ja nur diese Treppe. Der wird sich aber kaum durchs Mauerwerk fressen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, war das die Tür da hinten? Ja, ne? Das war der Raum. Gucken wir mal, ob wir uns das Filmchen jetzt angucken können. Und das ist bestimmt eine tolle Idee.
Old MacDonald had a Hilfe, wie nah? E-I-E-I-O. And on his farm he had a sickle. Boah, bitte komm jetzt hier nicht rein. Hätte ich doch nur vorher gespeichert. So, was stand da? Batterie? Ich hab doch den Film. Dann benutzt die Batterie. Hier passt die rein? Ich wusste gar nicht, dass hier eine Batterie fehlt. Okay. Jetzt schmutzige Filme von Obi. Ich brauche eine Oberfläche, worauf ich den Film projizieren kann. Auch das noch. Jetzt will sie sich auch noch ein Heimkino aufbauen. Bitteschön. Leise. So, ist die Oberfläche genehm, Madame? Na? Oh, wie laut. Mesmerism session with drug injection. Patient is Richard Felton. Mr. Felton, I remind you that you were sedated with a dose of phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe deeply. Keep your eyes on the metronome. I can't follow. Stay calm. Keep control of yourself. We are here for you, Mr. Felton. What day were you born? February 16th. Can you tell me which day today is, or your wife's name? Ariana. We're in March, I think. I don't remember. I can't remember. That's normal. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the metronome. You are now in oblivion. What is the first thought that comes to you? Celeste. On the swing. Happy. Celeste, can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still swinging. She can't hear me. Why doesn't she hear me? Mr. Felton, keep calm. What you see is not material. It's a reflection That's of your subconscious. My entire fault. I knew this would happen. That she would escape. We were supposed to protect her so that they wouldn't find her. Who are they? But I never thought she'd come back. I thought we... Do you mean Celeste came back after she disappeared? She wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930, it was like he was dead. No physical wounds, just broken. Inside, he changed. I have never liked or loved him very much, but the man that came back from Ethiopia was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never. He was a good man. Very strict, yes. A monster, but not... That kind of monster. He never touched me. I was a disappointment to him. A wimp. I never touched my daughter. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? She should have never been born. My father, he hurt me to prevent me from her. Huh? Oh! Is this why you came here, Doctor? I hope you found what you were looking for.
I tried to warn you. You should have listened. Is it really worth it to put yourself into this story? Stop, you bitch! Ist ja ganz schön kräftig. Some things die and stay dead forever. Other things die and just linger in time. Sir, sooner or later, everyone will find out the truth. I already told you the truth. My daughter left us. Just one afternoon. We never saw her again. Fucking liar! You said that she came back, didn't you? Oh! 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 You don't understand. You have no idea of what I've been through. The pain. And didn't you think of the pain your daughter's been through? Oh no, Celeste was the only bond between my wife and I. Our marriage was more of a business deal than love. It was one of those arranged marriages where only the parents-in-law love each other. This has nothing to do with your daughter. On the contrary, it has everything to do with her. After she disappeared, Ariana and I were divided. But you said you were protecting Celeste. From who? It's more than you can handle, miss, and you would not understand. It's true. I might not be able to understand. But right now, I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No, it's not true. And yet, sometime later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. I couldn't believe it. She was there. But it wasn't Celeste. It was Jennifer. Jennifer. Then you came in. God bless you. And thanks to you, I finally realized that Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night I slipped into her bedroom, and there she was, tempting me. I could not let her hurt us again. No, can't be. And yet, you saw her body. I had to. I didn't have any other choice. Disgusting. Murderer. You're a murderer! Oh, God, forgive me. Forgive me. I was just following her orders. You came to us to free us from evil. Oh, God. Oh, God. Obi, das ist jetzt aber echt scheiße. Was betet er sie denn an? Wie lange soll ich denn hier drücken? Wohin soll ich denn laufen? Die ist doch zu, Mädchen. Nein. Du tust mir leid. Ich habe Mitleid. Was ist das denn? You will burn too. I beg you. I beg you. Ich komm doch hier nicht. Komm mit. I miss only one god, and he already wrote your end. Nein, lass das sein. What? Hilfe! Obi, hilf mir! Obi! Obi, hilf mir! Obi! Obi, lass uns doch mal reden!
Nein! Hilfe! Geh rein! Hug your sister! No! Leave me alone! No! Was ist das denn? Wie sollen wir die denn jetzt abhängen? Die ist ein bisschen schneller als der Opi. Und unter das Sofa, schnell, unter das Sofa. Boah, ich schwitze. Was war das denn? Come to me. Okay. Jetzt werden wir von einem Lampenschirm verfolgt. Das ist ja großartig. Können wir wieder Opis Popo zurückhaben? Wo ist der überhaupt? Und wo sollen wir denn jetzt hin? Was sollen wir denn jetzt tun? Ist das jetzt die Tochter? Nee, die Tochter ist doch tot. Nee, wer ist sie denn? Sie hört sich auch ein bisschen unwirklich an, oder sie ist heiser, man weiß es nicht. Okay, ich sage auf jeden Fall mal, während sie uns sucht, sage ich tapfer, bis zur nächsten Folge von Remothered. Mit der Mottenmutter. Wir werden sehen, was sich dabei noch auftut für Abgründe. Ich kann nicht mehr reden. Ich sage, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Passt auf euch auf und gehabt euch wohl.